Nicht das schon sehe, ne? So, der gute Mast hier im Chat ist jetzt gerade mit seinem Zweirad unterwegs. Oder zumindest auf dem Weg zu seinem Zweirad, um zu checken, ob dort die Räder noch laufen. Kann man da oben noch lesen. Was denn hier jetzt mit Radweg und Rädern ist, das erfahren wir von der neuen Folge Extra 3. Die Anwohner im Osnabrücker Birkenweg sind sauer. Die Stadt hat das Fahren auf diesem Radweg etwas komplizierter gemacht. Moment. Wenn ich das schon sehe, ne? Was um alles in der Welt hat man sich bitte daran gedacht? Bisschen Slalom, sollen sie sich so nicht so anstellen? Ohne Witz, ne? Als Kind hast du das auch gemacht, als Kind sich auf dem Fahrrad hingestellt, also ne, auf dem, du stehst auf dem Pedalen und das Fahrrad dann so zur Seite gekippt und den Oberkörper aber gerade gehalten quasi, dass du dann so gefahren bist. So, weißt du, was ich meine? Ich wäre garantiert hier auf der linken Seite so gefahren. Garantiert. Oder auf der rechten irgendwie so. Ich wäre ja noch auf dem Radweg gewesen, am Boden, aber mit dem Oberkörper irgendwo hier oder eben hier so. An allen Ständen heißt es Fahrradwege, Fahrradwege. Es muss was passieren innerhalb der Stadt. Und was passiert am Stadtrand, wird uns ein Fahrradweg weggenommen. Also wie kurzsichtig ist das gedacht? Ach, was heißt denn hier weggenommen? Der Fahrradweg ist doch... Steile These, es ist gar nicht gedacht. Noch da, nur eben mit einem kleinen Hindernisparcours geradeaus fahren kann ja jeder. Okay. Es wollen halt so viele mit ihren Autos durch den schmalen Birkenweg zum nahegelegenen Rubenbruchsee fahren. Und der ist aber schön. Autofahrer, die da durchfahren, haben zu wenig Zeit, weichen über die Seitenbereiche, Gehsteige aus, wenn ihnen Fahrzeuge entgegenkommen, sie parken dort und so weiter. Das ist schon seit längerem im Gespräch und deshalb haben wir eine Art Beruhigungsprogramm gemacht. Und das Beruhigungsprogramm hat funktioniert. Hat der Beruhigungsprogramm gesagt? What? Um den Autoverkehr zu beruhigen, blockiert man den Radweg. Logisch. Und das ist halt auch das, was die Kinder stört, ne? Die beiden spielen hier ganz viel und die fahren mit dem Fahrrad, ihr fahrt mit dem Catcar hier rüber. Und also ich warte nur darauf, bis irgendein Kind vor so einem Pöller landet. Hey, Matze. Ach, das ist ja die Herausforderung. Man muss so geschickt fahren. Es ist sicher vergnügungssteuerpflichtig. Und schönen guten Abend dir gewünscht. Wie geht's dir? Vergnügungssteuerpflichtig? Moment mal, hat das nicht eigentlich irgendetwas mit... wie sage ich das denn jetzt? So, dass es toss ist, so Laila-mäßig zu tun? Frag für einen Freund. Das mag ich ja, den Kindern so ein wenig die Worte in den Mund legen. Ja, ne? Also, fahren, dass man unbeschadet durch die Stangen hindurchkommt. Aber selbst wenn man den Slalom meistern würde, Fahrräder sind hier jetzt tabu. Es ist nur noch ein Fußweg. Was? Ja, die Kinder werden auf die Straße gedrängt. Aber ich sag zu meinem Sohn immer, nein, du darfst auf dem Gehweg fahren. Und wenn dich jemand anhält, ich zahle gerne 60 Euro. Ich zahle auch 100 Euro. Na, das ist doch perfekt. So kann die Stadt... Ja, recht hat sie, ne? Aber unfassbar, dass das... Und ihr fahrt ja auch hier mit dem Fahrrad, ne? Und mit dem Catcar, ne? Ja, das ist... Also... Super. Also, was ich mir auch gut vorstellen kann... aus diesem Fahrradweg einfach ein Pogostockweg zu machen. Dass man einfach mit so einem Pogostock so hüpfend hier im Slalom rumhüpft. Aber da müsste man natürlich von Fahrrad auf Pogostock wechseln. Keine 101 Euro, das wäre zu viel. Ausrufezeichen springen. Ja, mit dem Pogostock. Was kostet so ein Ding eigentlich? Ich will so ein Ding haben. Den sie in der Nähe für die Besucher des Rubenbruchsees bauen will. Wahrscheinlich wäre es aber besser, die Autofahrer würden einfach mit dem Fahrrad zum See fahren. Nur leider ist der Weg dahin ja etwas schwieriger geworden. So, was jetzt? Zuerst in die eine... Super. Also... Kein Kommentar, kein weiterer Kommentar nötig. Aber wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Lasst ein paar Kommentare dann dafür unterhalb dieses Videos und liked natürlich auch das Originalvideo. Bis zum nächsten Mal.